Vielleicht habt ihr schon das ein oder andere Video hier auf dem Kanal geschaut, spannende neue Themen kennengelernt, aber taugt das Material hier denn überhaupt was? Könnt ihr mir wirklich trauen? Das finden wir heute raus. Herzlich willkommen beim Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und heute geht es mal wieder um die ganz grundlegenden Fragen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen in dem Video Sind Softskills Abzocke und so ein bisschen mit den dunklen Seiten der Softskills beschäftigt. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Aber dieser Kanal ist doch total seriös und vertrauenswürdig, oder? Mir könnt ihr doch vertrauen, nicht wahr? Machen wir es kurz, die Antwort ist natürlich ein klares Nein. Leute im Internet können euch viel erzählen und das tun sie auch oft genug. Also ihr könnt hier bei YouTube problemlos jede Menge Videos finden mit falschen, irreführenden oder sogar schädlichen Informationen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, die anderen sind suspekt, aber ich bin seriös, mir könnt ihr vertrauen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr im Supermarkt auf einer Packung ein Gütesiegel habt, das sich der Hersteller mal eben selbst verliehen hat. Da könnt ihr nicht viel drauf geben. Ich bemühe mich natürlich hier sauberes, korrektes Material bereitzustellen, richtige Informationen an euch weiterzugeben und ich freue mich, wenn ihr Vertrauen zu mir und meinen Videos habt. Aber selbst hier ist eine gewisse Skepsis angebracht. Bisschen mitdenken, kritisch hinterfragen ist immer eine gute Sache. Und heute erkläre ich euch, warum das so ist und ich verrate euch, wie ich die Vertrauenswürdigkeit von Informationen bewerte. Das ist also wieder so ein bisschen Custom Content. Ich arbeite keine Quellen auf, sondern ich gebe ein bisschen von meinen Erfahrungswerten und Ansichten an euch weiter. Wir beginnen mit dem Urheber. Der Urheber ist kein Garant für richtige Informationen. Das sollte eigentlich klar sein. Also so diese Idee, auch wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen. Das ist keine gute Idee. Natürlich gibt es ein paar Indizien dafür, dass ein gewisser Urheber schon weiß, wovon er spricht und schon vertrauenswürdig ist. Zum Beispiel die Qualifikation. Ihr solltet medizinische Ratschläge lieber von einem richtigen Arzt annehmen, als von einem Bekannten, der da was im Internet gegoogelt hat. Allerdings ist auch die Qualifikation keine Garantie. Ihr wisst ja aus der Politik, dass das auch gerne mal fake sein kann. Manch einer hat sich seinen Doktortitel erschlichen oder einfach selbst verliehen. Das kann immer mal vorkommen. Dazu gibt es natürlich diverse Titel, die nicht geschützt sind. Ein Klassiker ist hier der Sachverständige. Auch Titel wie Trainer oder Coach sind nicht geschützt. Die kann sich jeder einfach selbst geben. Und dann sind die Anforderungen bei geschützten Titeln auch ja relativ unterschiedlich. Beispielsweise, um ein psychologischer Psychotherapeut oder ein ärztlicher Psychotherapeut zu werden, da habt ihr einen Riesenhaufen Arbeit vor euch, da sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Heilpraktiker für Psychotherapie, da sind die Anforderungen sehr viel niedriger. Ein weiterer Indikator für einen vertrauenswürdigen Urheber sind Erfahrung und/oder Erfolg. Wenn jemand sich seit 10 Jahren mit einem Thema beschäftigt, zig erfolgreiche Bücher dazu veröffentlicht hat und als Koryphäe in dem Gebiet gilt, dann wird das, was der sagt, wahrscheinlich schon ein gewisses Gewicht haben. Aber auch hier gilt keine Garantie. Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie ihr euch Berufserfahrung in einem Bereich aneignen könnt. Abwarten, bis ihr älter werdet. So simpel. Wenn ihr nicht gerade jahrelang arbeitslos seid oder ständig Branche und Beruf wechselt, dann werdet ihr zwangsläufig nach einigen Jahren, nachdem ihr ein bisschen gealtert seid, irgendwann viele Jahre Erfahrung in eurem Beruf haben. Und dazu müsst ihr nichts richtig machen und ihr müsst auch keinerlei Erfolg haben. Stichwort Erfolg. Es gibt viele Faktoren, die Erfolg beeinflussen. Nehmen wir ein anspruchsvolles wissenschaftliches Fachbuch. Der Inhalt ist total super, aber es ist halt ein relativ komplexes, anspruchsvolles Buch, schreckt viele potenzielle Leser ab, deshalb kommt so ein Buch eher nicht auf die Bestsellerliste. Ratgeber und populärwissenschaftliche Bücher dagegen, die speziell einen großen Fokus darauf legen, leicht zugänglich, leicht lesbar zu sein, die kommen besser beim Publikum an, die landen leichter in der Bestsellerliste, aber vom Inhalt her ist natürlich trotzdem das Fachbuch überlegen.
Bei mir ist die Lage relativ klar, ich habe kaum formelle Qualifikationen. Okay, für Soft Skills gibt es jetzt auch nicht sowas wie eine spezielle Ausbildung. Ich würde mal sagen, am wertvollsten wäre eine akademische Ausbildung in Psychologie oder in Neurowissenschaften, habe ich aber beides nicht. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Soft Skills, das ist aber für euch nicht nachprüfbar. Ihr wisst nur, den Kanal gibt es seit gut einem Jahr. Das könnt ihr ja bei YouTube einsehen. Der Kanal ist sehr klein, von einem großen Erfolg würde ich da also nicht sprechen. Also das heißt, da gibt es nicht viele Indikatoren für Vertrauenswürdigkeit. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um den Urheber geht, ist noch, wenn euch jemand falsche, irreführende Informationen vermittelt, dann muss da ja nicht zwingend böser Wille dahinter stehen. Vielleicht hat derjenige es einfach selbst falsch verstanden. Vielleicht hat er selbst irgendwo irreführende Informationen bekommen und hat das nicht gemerkt. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn ihr sagt, da ist eine Person, der vertraue ich blind, die ist total super, absolut vertrauenswürdig, die will mir nichts Böses, super, super Person, dann bedeutet das nicht automatisch, dass ihr von dieser Person immer nur korrekte, richtige, vertrauenswürdige Informationen bekommen werdet. Wie gesagt, vielleicht gibt der ohne bösen Willen und ohne es zu wissen falsche Informationen an euch weiter. Eine ganz wichtige Frage ist auch, was hat der andere, der euch da Wissen vermittelt, der das Buch geschrieben hat, das Video erstellt hat, was hat der denn für eine Motivation, was hat der für Ziele? Häufig steckt da eine Gewinnabsicht dahinter. Bei meinem Kanal jetzt noch nicht, der ist nicht monetarisiert, weil der da schlicht und ergreifend zu klein für ist, aber auch ich möchte natürlich gerne viele Views und viele neue Abonnenten haben. Ja, deshalb ist da immer so ein bisschen, bleibt da schon immer so ein bisschen die Frage, habe ich das Buch jetzt positiv bewertet, weil es ein gutes Buch ist oder weil es ein populäres Buch ist und ich den vielen Fans nicht auf die Füße treten möchte? Präsentiere ich euch ein bestimmtes Thema, weil ich glaube, das ist relevant und hilfreich für euch? Oder weil ich glaube, dass das ein beliebtes Thema ist, das viel angeklickt wird? Da kann man nie 100% sicher sein. Ein ganz wichtiger Punkt sind auch Quellen. Denn Quellenangaben sind ein sehr starkes Indiz für gutes, vertrauenswürdiges Material. Wenn ihr hinten in einem Buch ein Literaturverzeichnis habt oder wenn unter einem Video die Quellen angegeben sind, das ist ein sehr gutes Zeichen für gutes Material. Denn das bedeutet ja, dass ihr überprüfen und nachverfolgen könnt, wo diese Person ihre Informationen hergenommen hat, was für Quellen die verwendet hat. Ihr könnt euch diese Quellen anschauen, um nachzuvollziehen, was die da genau entnommen hat. Also da habt ihr ein hohes Maß an Überprüfbarkeit. Aber auch hier gilt keine Garantie. Zuallererst mal können Quellen ja völliger Schrott sein. Es gibt genug Bücher, wo nur Blödsinn drin steht. Wenn ich eins davon lese, als Quelle verwende und dann in mein Quellenverzeichnis packe, dann ist mein Material am Ende trotzdem schlecht. Und es kann auch passieren, dass ich ein Buch habe, das eigentlich gut und vertrauenswürdig aussieht, ne, von einem anerkannten Autor, wissenschaftliches Buch, was weiß ich. Aber es ist halt leider seit vielen Jahren veraltet. Es gab in dem Bereich wichtige neue Erkenntnisse, die da noch nicht drin sind. Deshalb taugt es im Endeffekt doch nicht. Kann alles passieren. Oder was auch möglich ist, ich habe ein Buch, das ist gut und seriös und alles super, ist auch aktuell, aber ich habe es schlicht und ergreifend falsch verstanden und gebe es falsch wieder. Oder, und das ist ganz besonders perfide, was auch sein kann, ihr schaut euch Material an, schaut euch die Quellenangaben an, alles sieht super aus, Material ist aber trotzdem schlecht, hat trotzdem Defizite, weil eine ganz wichtige Quelle fehlt. Sagen wir, ich mache ein Video über ein psychologisches Thema, es gibt in diesem Bereich ein absolutes, anerkanntes Standardwerk, super wichtiges Buch, wo alle wichtigen Infos zum aktuellen Forschungsstand drinstehen, aber mir ist das nicht bekannt, ich kenne das Buch nicht, habe das Buch nicht, verwende es nicht und deshalb ist mein Material am Ende trotzdem nicht richtig gut. Das kann natürlich nur jemand nachprüfen, der in dem Thema so tief drin ist, dass er da alles drüber weiß und der sich besser auskennt als ich. Deshalb ist das besonders heikel. Ich bemühe mich natürlich immer, gute Quellenangaben für euch bereitzustellen. Ich glaube, bei der Literatur kriege ich es ganz gut hin. Ich bemühe mich auch immer bei den Internetquellen. Also ich versuche euch immer anzugeben und nachvollziehbar zu machen, wo ich meine Informationen her habe.
Dann ein wichtiger Punkt sind Fakten, Thesen und Meinungen. Das ist ein großes Thema, kann ich hier nur anschneiden. Fakten oder Tatsachen sind Dinge, für die es Beweise gibt, also beispielsweise der aktuelle Forschungsstand in einem Bereich. Das bedeutet nicht, dass das die absolute reine Wahrheit ist. Der Forschungsstand kann sich auch immer mal wieder ändern, wenn neue Erkenntnisse gefunden werden. Aber es ist, sagen wir mal, die größtmögliche Annäherung an die Wahrheit, zu der wir aktuell fähig sind. Dann gibt es Thesen, Theorien, Hypothesen. Das sind Dinge, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fakt ist, schon recht hoch ist, also wo es Indizien gibt, dass diese Theorie richtig ist, wo die Theorie bisher nicht widerlegt wurde, wo es aber bis dato noch keine richtigen Beweise gibt. Und dann gibt es noch die Meinung. Meine Meinung ist schlicht und ergreifend meine persönliche Sichtweise, meine Gefühle und Gedanken zu einem Thema. Das heißt, die Meinung kann per se nie falsch sein, denn das ist ja einfach nur meine Empfindung zu einem gewissen Thema. Was nun ein guter Indikator für gutes, vertrauenswürdiges Material ist, das ist, wenn klar differenziert wird zwischen Fakten, Thesen und Meinungen. Es ist keineswegs so, dass gutes Material nur mit Fakten arbeiten darf. Es gibt bei YouTube haufenweise Kanäle, wo Leute einfach nur ihre persönliche Meinung, ihre persönlichen Ansichten teilen, beispielsweise in Vlogs, und das ist auch völlig in Ordnung. Problematisch wird es nur, wenn Meinungen und Thesen präsentiert werden als vermeintliche Fakten, als die vermeintliche reine Wahrheit. Das ist dann nicht ganz in Ordnung. Ist immer schwer nachvollziehbar. Da gibt's natürlich auch irgendwo ein bisschen fließenden Übergang. Wir können nicht immer gut unterscheiden zwischen Fakten und Theorien. Da fehlt uns oft das Fachwissen. Auch zwischen Theorien und Meinungen ist manchmal der Übergang fließend. Das heißt, das ist nicht ganz einfach. Ich versuche auf dem Kanal immer möglichst gut zu differenzieren. Also wenn ich zum Beispiel zwischendurch meine persönliche Meinung einfließen lasse, dann versuche ich immer zu sagen, ja, ich denke, ich glaube, meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach, um das eben zu differenzieren von beispielsweise Informationen, die ich aus Quellen wiedergebe. Ist mir aber bestimmt auch nicht überall wirklich perfekt, wirklich sauber gelungen. Also da gibt's bestimmt auch hier und da Defizite. Zum Abschluss noch ein Punkt, der oft mal übersehen wird, der aber auch sehr wichtig ist, und das ist der Aufwand. Denn gutes Material erfordert viel Zeit, aber Zeit ist nun mal begrenzt. Nehmen wir die Buchvorstellungen, die ich ja regelmäßig mache, die auch ganz beliebt sind. Was ich dafür tue ist, erstmal, ich lese das Buch. Wer hätte das gedacht? Manchmal schaue ich auch kurz bei Wikipedia, was da über den Autor steht, vor allem wenn es eine berühmte Person ist. Und wenn ich ganz viel Zeit habe, dann gucke ich auch mal kurz im Internet, was andere Leute über das Buch geschrieben haben. Da kommt am Ende eine solide Buchvorstellung raus. Wie gesagt, die sind ja ganz beliebt. Aber jetzt überlegen wir mal, wenn ich eine wirklich optimale, perfekte Buchvorstellung machen wollen würde, wie würde das ablaufen? Zuallererst müsste ich mich sehr viel ausführlicher mit dem Werdegang des Autors auseinandersetzen. Bei einer berühmten Person müsste ich auf jeden Fall eine Biografie oder Autobiografie lesen. Dann müsste ich nicht nur dieses eine Buch von dem Autor lesen, sondern sämtliche Bücher, alle Veröffentlichungen, die der jemals rausgebracht hat, damit ich dieses eine Buch in den Gesamtkontext seines Werkes einordnen kann. Und dann sollte ich sämtliche Quellen lesen, die dieser Autor verwendet hat, alle Bücher, Artikel, Aufsätze, was auch immer, auf die der zurückgegriffen hat, damit ich genau nachvollziehen kann, wo der welche Gedankeninformationen übernommen hat, wie der mit diesen Quellen gearbeitet hat, damit ich das Buch in den Gesamtkontext der Thematik einordnen kann. Und ihr merkt schon, das ist ein Aufwand, der absolut unrealistisch ist. Wenn ich das so machen würde, dann würde ich nicht ein Video pro Woche veröffentlichen, sondern dann würde ich nach gut einem Jahr immer noch an meinem allerersten Video arbeiten und es wäre wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte fertig. Das bedeutet, am Ende haben wir immer einen Kompromiss, wir haben immer Material, das so gut ist, wie es eben mit der verfügbaren Zeit, mit den verfügbaren Ressourcen möglich war. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle, denn kaum jemand hat unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. Also das ist etwas, was ihr immer im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr ein Buch liest, wenn ihr ein Video schaut. Es wird immer irgendwo Defizite geben, weil niemand unbegrenzte Ressourcen in dieses Material investieren kann. Was ist also das Fazit? Die Welt ist schlecht, alle lügen, man kann niemandem trauen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sollten einfach
wenn wir Bücher lesen, Videos schauen, wenn wir irgendwelches Material konsumieren, Informationen konsumieren, dann sollten wir einfach immer ein bisschen skeptisch sein, ein bisschen mitdenken, kritisch hinterfragen und uns wirklich mit diesen Informationen, die wir da aufnehmen, ein bisschen auseinandersetzen. Wenn euch Fehler in meinen Videos auffallen, schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich nehme das auch absolut nicht übel. Das ist völlig in Ordnung und hilfreich für andere Zuschauer. Und auch wenn euch keine Fehler auffallen, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Ich freue mich immer über euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch einfach den Daumen nach oben anklicken und dem Video ein Like geben. Und ihr macht garantiert nichts falsch, wenn ihr den Kanal abonniert. Das könnt ihr mir glauben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da schauen wir uns die situationsgerechte Kommunikation nach Schulz von Thun an. Für heute verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.